gab es einen Kampf mit. Das war ein Satz, den ich in der Bibel gelesen hatte und sofort sprang in mir etwas an, dass ich dachte, ja, das stimmt. Das war bei David so und so stelle ich es in meinem Leben auch wieder fest, dass es häufig einen Kampf gibt und wieder einen Kampf und wieder einen Kampf. Und manchmal stelle ich fest, dass ich gar nicht bereit bin dazu, wieder zum Kampf aufzustehen. Dass ich mich eher zurückziehen will und sagen will, ah, jetzt habe ich das doch schon mal hinter mir gelassen und jetzt habe ich doch eigentlich mehr oder weniger erfolgreich diesen Kampf hinter mich gebracht. Vielleicht bin ich sogar siegreich daraus gegangen, aber doch nicht schon wieder. Vielleicht geht es dir in deinen Herausforderungen auch so, dass du vielleicht für Gunst gebetet hast und du begegnest dem ungünstigsten Augenblick und dem Menschen, der dir überhaupt nicht mit Gunst entgegenkommt. Vielleicht hast du für gesundheitliche Wiederherstellung gebetet und du gehst zum Arzt und ein wirklich negativer Bericht kommt raus. Vielleicht hast du für Finanzen gebetet und dich danach gesehnt, dass die Finanzen sich bessern und du schaust den Kontoauszug an und denkst, das kann nicht sein. Wenn das heute so ist bei dir, dann möchte ich dich ganz neu zum Glauben herausfordern. Ganz neu den Glauben an Gott aufzurichten. Ganz neu mit seinem Wort in den Kampf hineinzugehen. Ganz neu in die Herausforderung mit dem Glauben zu starten. Wir lesen in der Bibel, unser Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft und ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. In einer anderen Übersetzung ist es so zu lesen, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist der Punkt. Wir strecken unseren Glauben heute ganz neu aus in Gott, dass er die Dinge unseres Lebens mit uns an unserer Seite durchgeht. Du gehst gar nicht alleine. Streck deinen Glauben aus und proklamiere sein Wort. Erheb deinen Geist im Glauben zu Gott hin, dass er in dir mächtig ist und mächtig in deiner Situation wirken wird. Viele Verse in der Bibel sprechen von den Verheißungen Gottes und sie schaffen in uns eine Überzeugung unseres Glaubens. Sprich das aus, diese Bibelverse, verändere sie in eine eigene Position, indem du sagst, ich weiß. Ich möchte dir dazu einige Bibelstellen einfach mit auf den Weg geben. Lese sie selber nach, studiere sie, lass sie in dich hineinsinken und mach sie zu deinem eigenen Gebet und zu deiner eigenen Überzeugung, dass, wenn der Kampf kommt, du in Gewissheit Schritte machen kannst. Da lesen wir, ich weiß, dass du jeden Tag bei mir bist. Ich weiß, dass du meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg bist. Ich weiß, dass mir alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ich weiß, dass mich nichts aus deiner Hand reißen kann. Ich weiß, dass du an meiner Seite bist, auch wenn ich jetzt durch dieses dunkle Tal gehen muss. Ich weiß, dass du meine Schritte zum Weg machen willst. Mach das zur Überzeugung. Ich weiß. Ich habe Gott an meiner Seite und egal wie der Kampf aussieht, er ist mit dabei. Ich wünsche dir, dass du das erfährst. Gott hat mehr für mich.